Nicht. Klaus, mal was. Du hast ja drei Jahre überhaupt nicht mitgerechnet. Ja, ich auch nicht. Wo fährst du denn hin? Ich weiß nicht. Wo setzt ihr hin? Deswegen haben wir vorhin mit dem Jackett immer rumgetan. Hallo, guten Abend. Bitte, nehmen Sie Platz. Ich stellst durch die Jacke wirklich mal. Genau, genau. Also wir begrüßen bei uns Stefan Remmler, bekannt von Trio. Gar nicht. Ja, klar. 1979. Also erstmal, was verbindet Sie beide? Das Ganze ist entstanden im Jahr 1979. Also wenn man jetzt sozusagen das hört, was Sie vorher musikalisch gemacht haben, das, was Sie da musikalisch gemacht haben, fragt man sich ja, außer, sage jetzt mal, dass moderne Instrumente benutzt worden sind. Was ist die Gemeinsamkeit? Ja, das Irre war, ich war bei Phonogramm und habe da gesessen und habe mir so Kassetten angehört. Ich gebe mal Papa einen Moment. Oh, auch nicht schlecht, ja. Und da war so eine Kassette und spielte das. Und das war ganz simpel. Da war nur ein halbes Schlagzeug. Ein toller Sound, hörte sich echt gut an. Und eine Gitarre, die kratzte wie verrückt. Und ein halber Sänger. Ja, und dann sagte, das müssen wir unbedingt sehen. Und da war Louis Spillmann, das war der Chef von der Phonogramm, der war auch schon ganz begeistert. Da war Thomas Quast, der auch voll dahinter stand und fand das auch toll. Und dann sind wir hingefahren, da irgendwo in der Nähe von großen Kneken. Kneten, ich weiß gar nicht genau, welcher Auftritt das war, weißt du? Louis hat aber gesagt, in Mädchendorf oder Mädchen. Ja, du weißt es auch nicht mehr. Nicht genau. Ich kann mich an den Set, da hatte der Peter Behrens noch so, also auf der Bühne, Peter Behrens, der Schlagzeuger, der hatte also eine große Basstrommel und hinter sich hat er ein Cymbal, wo das hat er dann boom, hinter sich. Und dann hier nur eine Standschlagzeuger mit roten Hosenträgern, dem Pürzel da oben hier, das war also die volle Garnitur. Und Kralle hatte auch noch die Schuhe. Die Holzschuhe. Die Holzklotschen und sah richtig aus wie so ein Aber er sagt jetzt so, wir haben die Kassette und der Plattenchef war begeistert und ich war begeistert. So einfach war das nicht. Wir hatten vorher unsere Demos an 23 Firmen geschickt und überall Nein bekommen. Ne? Und da war dann eben doch die beiden, die dann... Der Funke ist übergesprungen. Da ist der Funke übergesprungen. Ne? Kann man nicht anders sagen, ja. Aber was war das damals für eine Zeit? Ich meine, diese neue deutsche Welle, heute sagt man, das ist wieder so eine neue deutsche Welle, die kommt. Ich glaube, da sind schon Riesenunterschiede zwischen der deutschen Musik sozusagen heute und der deutschen Musik damals. Ich meine, da. Ich meine, das war ja auch irgendwie, fand ich auch irgendwie eine klare Aussage, ja? Also, ja, die Aussage war ja... auch wenn es jetzt nicht so klingt, aber es war eine klare Aussage. Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht. Das ist ja schon mal eine Aussage, die anders ist als meistens immer, ich liebe dich. Ne? Die Unterschiede heute, die Musik ist, glaube ich, sowieso anders heute. Es ist ja 30 Jahre später. Die ist wohl in USA oder in England auch anders als vor 30 Jahren. So viel wüsste ich da jetzt gar nicht zu sagen. Du bist auch Musiker, sag mal. Ist die neue deutsche Welle von heute nicht wieder etwas harmoniesüchtiger? Also erstmal würde ich sagen, Trio war nicht neue deutsche Welle. Für mich nicht. Okay, heißt? Erstens mal haben sie Englisch und Deutsch verbraten. Mhm. War es eine schnelle Nummer, war es oft sehr deutsch, sehr zackig, sehr zack. War es aber eine langsame Nummer, wurde gemischt, Englisch, ganz raffiniert. Also wirklich so toll durchdacht. Und auch die Art, wie es gemacht wurde auf der Bühne, war also so anders als alle anderen Bands. Das hörte man, heute kann man das gut sagen, damals durfte man das nicht, denn das musste sich ja alles ganz einfach anhören. Ist ja so einfach, kann ja jeder. Mhm. Ne? Genau. Aber da war Arbeit hinter, da steckte Arbeit hinter und Stefan hat die angetrieben, wie weiß Gott nicht was. Der hatte wirklich eine harte Zeit, die Burschen wirklich auf Vordermann zu bringen. Das war nicht einfach. Gut, ich meine, Sie waren ja richtig Lehrer. Ja? Sie waren ja richtig. Das kommt ja. Ja, ist doch klar. Ich habe die angetrieben, du warst Lehrer und so. Ich war Lehrer. Aber Sie haben immer, ich habe das gesehen, die Rolling Stones, der Wesermarsch. Also den Begriff finde ich ja großartig. Ich war also der Mick Jagger der Unterweser. Ja, der Mick Jagger der Unterweser. Ja, wir waren ja im Unterschied zum Punk, wenn die neue deutsche Welle war ja so auch zum Punk. Wir hatten auch Punk-Einflüsse, aber wir hatten ja eine, sage ich mal, siebenjährige Amateurzeitband hinter uns. Also wir konnten alle unsere Instrumente und so. Ne? Und wir hatten auch diese verschiedenen Stilrichtungen, die man als Coverband dann so durchmacht. Das hatten wir alles hinter uns. Wir fingen an mit Rolling Stones Covers. Und als wir dann Trio waren... Dann hörte ich auch gut an.
Also ich habe ein paar gehört, der singt richtig gut. Ja, der gerade unterwegs. Gut, und dann war ich Lehrer und dann habe ich, das war auch gut. Also ich bin da nicht weggegangen, weil alles fürchterlich war. Mhm. Aber ich wollte dann doch lieber Musik machen und das, was wir früher dann als Amateure gemacht haben, jetzt nochmal richtig Profi, wir machen das. Und wir haben auch Glück gehabt, möchte ich mal sagen, dass wir in der relativ kurzen Zeit von 1,5 Jahren anfingen, Erfolg zu haben. Ne? Kannten Sie denn Klaus Voormann schon von vorher oder kam der plötzlich überraschend in Ihr Leben sozusagen? Den Namen Klaus Voormann, den kannte ich, aber den Menschen selber so vom Angesicht nicht. Und ich weiß noch, dass wir sehr beeindruckt waren, dass Klaus da war und Klaus uns gut fand. Das hat uns, wir hatten große Achtung vor dir. Ja, das Schöne war, dass die... Wozu? Zu Recht. Oh, gut. Aber ich meine, Sie müssen ja ein Näschen dafür gehabt haben. Also wenn Sie so eine Band produzieren... Aber so ein Näschen, die Musik war ja total anders. Also ich meine, ich kann mich ja noch an die Zeit erinnern. Also ich meine, das war schon irgendwo ein Bruch. Also ich meine, das war ja auch, ich sage jetzt mal, durchaus ja, zu der Musik, die vorher war, ein Totalbruch. Aber da müssen Sie doch ein Näschen dafür gehabt haben, dass sowas erfolgreich ist. Nein, ich glaube, dass das viele könnten. Okay, es gibt halt in Deutschland nicht viele, die sowas erkennen, im Ausland schon. Mhm. Das hätten Sie mal sehen sollen, wie in Amerika, im Lingerie-Club in L.A., wie das Publikum mitgeht. Und da haben die Band das gleiche Show durchgezogen auf Englisch. Und die waren begeistert. War das 83 oder sowas, gell? Habe ich irgendwo gelesen, gell? In den USA. 82, 83. Und die Sache war die, du hattest eine Band, die alles weggenommen haben, so auf Arm. Ne, das Keyboard hier, nur so irgendeine kleine Orgel und ein Kinderspielzeug, diese Gitarre und alles auf Arm gemacht, so, nicht so mit T-Shirt und hier ein Herz und da ein Herz mit einem Kreuz mit Klebestreifen drüber. Klasse war das. Es war einfach so, wie soll ich sagen, durchdacht, schlau. Und was gesagt wurde auf der Bühne, hat so reingehauen, manchmal sehr provokativ, aber auf den Punkt. Und gerade, was das Schöne ist auch, die Texte waren so, dass es nicht wie andere, du, bloß kein Atom hier oder so, sondern immer unterschwellig sich selber auf die Schippe genommen und trotzdem am Drücker. Also das habe ich bewundert. War das so der Ansatz von Trio, den Spiegel vorhalten? Das ist die Gesellschaft? Also ich meine, das ist wiederum nicht politisch, ja, sondern... Also wir haben alles aufgegriffen, was wirklich unser Leben war. Ja? Wenn wir irgendwie was im Fernsehen gesehen haben oder wenn wir da oder dort gewesen sind oder die Sprüche, die so zu Hause ganz automatisch liefen, das floss alles rein in die Texte. Das war das wahre Leben, möchte ich mal sagen. Mehr Absicht war da nicht. Jetzt mal von wegen Bass einfach. Bass ist ein ganz schwieriges Instrument, weil es nämlich die ganze Geschichte trägt, ohne dass sie selber sich irgendwie breit macht. Und das ist, muss man auch ein gutes Ego für haben, damit man sowas kann. Mhm. Dazu kommt natürlich die Musikalität und sein Geschmack und so. Also ich finde ihn einen großartigen Bassisten und ich bin nicht der Einzige, der das findet. Also ein Trio brauchte ja keinen Bass. Nee, ja, genau. Meine beiden Jungs, die beiden Großen, der eine studiert Filmmusik, der andere studiert Film. Die hatten von ihren Eltern keine Schwierigkeiten, dass sie sagen... Künstler und Künstler ist wieder was anderes. Künstler und dann die sozusagen Elternkünstler ist, glaube ich, wieder eine andere Geschichte. Ja, ja, ja. Wir hatten es ja oft, dass die Leute uns fragten, was machen Sie hauptberuflich? Ja gut, aber die Neue Deutsche Welle am Anfang, es klang alles einfach, auch wenn wahnsinnig viel Arbeit dahinter steckte. Ich kann mich noch erinnern, als ich bei einer der ersten bei uns sozusagen in meiner Jugendzeit der Kraftwerk gehört hat. Und dann haben die auch gehört, haben alle gesagt, sag mal, hast du ein Rad ab oder was? Entschuldigung, was ist denn da Musik? Das ist doch immer das Gleiche. Und wenn man die auf der Bühne gesieht, dann hat auch jeder gesagt, Entschuldigung, die stellen sich ja nur hin und machen gar nichts. Ja? Aber Kraftwerk ist ja genauso wie Trio heute auch noch eine Institution. Kraftwerk waren Visionär. Visionär, ja. Toll, ja. Die waren toll. Dann bedanke ich mich sehr, sehr, dass Sie bei uns waren. Ja, bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie vorbeigekommen sind. Und dann würde ich sagen, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön.